2010 von Daniel Jung erst begangen, mit 9a bewertet und von Adam Ondra wiederholt und als 9a bestätigt und besteht im Endeffekt aus dem ja, zwei wahrscheinlich 7C plus Bouldern, ein Schulterzug unten mit einem Kreuzschnapper danach und einen Weitzug auf einen kleinen, den man dann ziemlich fest herstellen muss und dann 8er plus oben raus, man kann allerdings auch abfallen, es gibt noch einen weiten Schulterzug, der ziemlich lustig ist, wo man sich ganz über den Ägypter ganz weit reindrücken muss in einen großen und das ist dann auch ein Ruhepunkt und oben raus ist es eigentlich nicht mehr so schwer, 7C. Man kann aber auch da noch rausfliegen, Adam hat es auch irgendwie angeblich geschafft, ich weiß zwar nicht genau wie. Ich habe es auch geschafft, allerdings weit oben im Wasserfall über die Route kam und über die letzten kleinen Leisten, die man später dann auch sieht im Video, noch ziemlich das Wasser floss und war leider keine Chance, das zu halten. Sonst hätte ich es vielleicht auch in unter 10 Versuchen noch klettern können, so waren es im Endeffekt irgendwie 12 oder sowas. Aber schaut sich selber an. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips. Cause all they say is kiss, 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 kiss. No, it won't ever stop. Ja, voll geil.